Hallo, herzlich willkommen zu Hause. Schön, dass wir noch da sind und hoffentlich bleiben wir bei Verstand. Es ist die Zeit der Verschwörungstheorien, die Zeit der Irrationalität. Viele haben genug davon, dass sie eingeschränkt werden in ihrem Alltag, dass nicht mehr alles so ist wie vor Corona. Und auch ich habe viele Gründe zu jammern. Eine Buchpremiere in Griechenland ist ausgefallen. In Deutschland sind viele Veranstaltungen ausgefallen. Und es ist nicht klar, wie das weitergeht. Aber trotzdem, glaube ich, sollten wir nicht vergessen, aus was für einer Position heraus wir diese Krise durchstehen. Und dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die vor weitaus größeren Problemen stehen. Man muss gar nicht so weit gucken. Es gibt auch in Deutschland Obdachlose. Es gibt in Deutschland Menschen, die sich das nicht leisten können, in ihren kleinen Wohnungen, Homeoffice, Homeschooling und all die ganzen Erfordernisse zu erfüllen. Es gibt Geflüchtete in den Lagern, die unter katastrophalen Bedingungen schon vor Corona gelebt haben und wo sich alles jetzt nochmal verschlechtert hat. Und es gibt eben auch viele Menschen, die abgeschottet sind von der Außenwelt, die nicht digital kompensieren können, was an Nähe und an Hilfe wegfällt. Und ich glaube, deswegen hoffe ich, dass wir so weit wie möglich einen ruhigen Kopf bewahren und auch einen Blick für die Verhältnismäßigkeit wiedergewinnen. Das, was mir am meisten fehlt zurzeit, ist, dass ich nicht verreisen kann. Ich muss mal wieder ans Meer. Und ich bin gespannt, wann es wieder soweit ist. Ich habe jetzt eine Textstelle ausgesucht aus meinem Roman Alle Guten waren tot, die vor dem griechischen Parlament spielt. Also quasi ein kleiner Trip nach Athen, den wir unternehmen. Und der Protagonist des Romans, Ares, der ist da gerade angekommen aus Würzburg und sieht sich um. Vor der Volée, im griechischen Parlament, kampierten über 100 Menschen, lagen ganz dicht beieinander, einige mit Paketklebeband über dem Mund. Auf den marmornen Treppenstufen, die zum Platz führten, spielten Kinder Seilhüpfen. Eine Aktivistin mit Dreadlocks, Nasenring und schwarzem Kapuzenpulli drückte ihm ein Flugblatt in die Hand. Die vermeintlichen Camper waren Syrer, junge Männer, Frauen, Familien mit Kindern, die in Hungerstreik getreten waren. Ja, ich kenne das, sagte er zu der Aktivistin. Bei uns hat das angefangen. Wo denn? Was meinst du? In Würzburg, sagte Ares und blickte weiter in ihre fragenden Augen. Da haben sie sich die Münder zugenäht und dann sind sie zu Fuß bis nach Berlin marschiert. Er merkte erst jetzt, wie bescheuert das klingen musste. Als wollte er sagen, meine Syrer sind viel krasser drauf als deine Syrer. Nur Paketklebeband, was für Amateure. Vielleicht waren das auch gar keine Syrer gewesen, sondern Iraner. Aber was änderte das schon? Sie hatte ihn schon abgeschrieben. Okay, sagte sie, lächelte höflich und verteilte weiter. Gegenüber ließen sich Touristen mit ekelhaften Tauben fotografieren, die das Grab des unbekannten Soldaten in eine Kloake verwandelt hatten. Die Hünen von der Präsidentengarde standen wie versteinert vor ihren Schilderhäuschen. Ein alter Herr mit FC Bayern München Schirmmütze legte den Touristen Mais auf die Schulter oder den Kopf, sodass die Tauben sich für ein Foto auf die Futterstelle setzten. Überall standen Absperrgitter bereit. Die Polizisten hatten sich in Grüppchen über den ganzen Platz verteilt, trugen Kampfmontur, Beinschienen, Patronengürtel. Sie rauchten selbstgedrehte, tranken Kaffee aus Plastikbechern und spielten mit ihren Mobiltelefonen.
Einige ließen ihre überdimensionierten Waffen vor dem Schritt baumeln, als wären sie Rockstars und ihre Waffen E-Gitarren. Sie waren überall. Das machte Ares nervös und es kam, wie es kommen musste. Ares stolperte und fiel in einen hinein, fühlte das kalte Metall der Maschinenpistole, sein Herz blieb stehen. Der Typ war gefühlt 3 Köpfe größer als er und hatte wegen Ares seine Kippe fallen lassen. Ares sah es vor sich. Jetzt würde er mit in den Bus genommen, sein Rucksack würde ausgeleert und alles durcheinander gebracht, dann würden sie seine Personalien prüfen und versuchen, ihn einer Straftat zu überführen, die er nicht begangen hatte. Das ganze Programm wie zu Schulzeiten. »Alles in Ordnung, Kumpel?«, fragte der Polizist besorgt, tätschelte seinen Bauch, hob die Kippe auf und zündete sie wieder an, um dann ruhigen Schrittes weiterzugehen. Ares sah ihm verdattert nach. Bevor er begriffen hatte, was da gerade passiert war, fing es auch hier an zu regnen. Passanten verschwanden in den Metroeingängen. Die Polizisten kauerten sich unter ihre Schilde, wie die Römer bei der Schildkrötenformation. Die Syrer öffneten fast synchron ihre Regenschirme. Wer keinen Schirm hatte, schützte sich mit zerschnittenen LKW-Planen. Sie schienen routiniert darin zu sein. Ares zog sich seine Kapuze ins Gesicht. Das war also Athen. Zum ersten Mal sah er sich hier allein um. Alles war anders, wenn man allein unterwegs war. Ein geschmackloses, pissgelbes Parlamentsgebäude, umrankt von anderen geschmacklosen, verglasten Gebäuden, in der Mitte Menschen, auf die es regnete. Die Griechen hätten das mit dem Städtebau nicht wieder anfangen sollen. Alle paar Kilometer ein nettes kleines Dorf, das wäre eine gute Strategie. Diese Gebäude machten Ares genauso aggressiv wie die Alibi-Bäumchen und Büschchen, die auf dem Platz zur Schadensbegrenzung integriert worden waren. Soweit erstmal von mir. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und solidarisch. Macht's gut.